Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Table Data Gateway Pattern. Wow, die Namen werden echt immer länger. Okay, das Table Data Gateway Pattern, ein schöner Name eigentlich, ist ein recht simples Pattern wieder mal. Und zwar geht es darum, dass wir für jede einzelne Tabelle, deswegen Table, für jede einzelne Tabelle in unserer Datenbank haben wir einen eigenen Gateway. In unserem Fall haben wir die Tabelle User oder Users, egal. Und es gibt einen User-Gateway, der auf genau diese Tabelle zugreift. Und der stellt uns eigentlich alles zur Verfügung, was wir brauchen. Allerdings gibt es ein paar interessante Aspekte bei diesem Ding. Und zwar diese ganzen Methoden hier sind eigentlich alle static gedacht. Und dieser User-Gateway hier ist eigentlich auch als Singleton gedacht. Das heißt, entweder die ganzen Dinger static machen oder das Ding als Singleton modellieren, kommt im Endeffekt auf selber raus. So. Was das Ding jetzt also genau macht, ist folgendes. Immer wenn wir was suchen wollen, zum Beispiel nach einer ID, dann bekommen wir eben genau diese Zeile zurück. Wenn wir nach der ID 0 suchen, bekommen wir eben diese Zeile zurück. Wenn wir nach der ID 1 suchen, bekommen wir diese Zeile hier zurück. Kann natürlich beliebig komplex werden. Der wichtige Aspekt hierbei ist, dass wir nicht eine Person oder sowas zurückbekommen, sondern ein Record-Set zurückbekommen. Das heißt, wie im letzten Tutorial besprochen, ein Record-Set enthält einfach nur eine gewisse Anzahl an Tabellen, in unserem Fall genau eine Tabelle. Und wenn wir nach einer ID suchen, die sollte niemals doppelt vorkommen. IDs sind immer eindeutig, deswegen ID, Identifikation und so. Deswegen bekommen wir hier auch nur eine Zeile wieder, aber natürlich immer noch mehrere Spalten. Ja, und das ist im Endeffekt Find by Last Name dann als kleine Alternative. Klar kann man auch nach Vornamen suchen oder sowas. Da kann man dann natürlich mehrere Zeilen zurückbekommen, dann Update-Funktionen und so weiter, Insert und Delete. Also man sollte schauen, dass die sogenannten CRUD-Methods, also CRUD, habe ich auch schon mal erwähnt, stehen für Create, Read, Update und Delete. Also Create haben wir jetzt hier mit Insert, Update haben wir hier, Read und haben wir hier oben und Delete haben wir hier unten. Also eben die sollten alle auf jeden Fall abgedeckt sein von so einem Table Data Gateway und wie gesagt, für jede Tabelle eben einen davon. Ist eigentlich nichts Besonderes, kann man drauf kommen. Man muss aber trotzdem darauf achten, hier wie gesagt Record Set zurückgegeben, das heißt extrem simpel. So, was bedeutet extrem simpel in eurem Kopf? Naja, es passt nicht unbedingt fürs Domain Model. Das heißt, wenn wir das ganze Ding mit dem Domain Model, Achtung, anderes Tutorial habe ich schon vorgestellt, also wer nicht weiß, von was ich rede, in der Playlist bitte nachgucken. Wenn wir das Ganze mit dem Domain Model kombinieren wollen, dann funktioniert es meistens nicht ganz so toll. Was man mit dem Domain Model machen kann, zeige ich euch im nächsten oder übernächsten oder sowas Video. Das ist aber eigentlich eher was, was man beim Transaction Script hier benutzt. Das heißt, dieses User Gateway oder Table Data Gateway an sich am besten mit dem Transaction Script benutzt. Da funktioniert das Ganze super gut. Okay, und ja, das ist es eigentlich auch schon wieder. War super simpel, oder? Und ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Ihr findet Anwendung dafür und wir hören uns beim nächsten Mal schon wieder. Bis dann, ciao!